Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal konnten wir hier gerade noch den Schalter drücken, um uns irgendwie das Gas abzustellen. Und dann wollen wir natürlich die Tür öffnen und raus hier, allerdings glaube ich nicht, dass das was werden wird. Garrett hatte ja in der letzten Folge schon Probleme damit. Zur letzten Folge hat er gefragt, ob das Emerald Weapon ist. Nein, das ist nicht Emerald Weapon. Ich weiß gar nicht den genauen Namen von dieser Weapon, denn es gibt vier andere Weapons noch, also die und vier andere. Also es waren es beim Krater natürlich wieder richtig bemerkt fünf. Und zwar Ruby, die rote. Emerald, die weiße, die sehen wir nachher noch. Emerald, die blaue, die sehen wir vielleicht auch noch. Diamond ist die weiße, die sehen wir ganz sicher noch. Und Ultimate ist die schwarz-lilane, die sehen wir auch ganz sicher noch. Wie die genau heißt, weiß ich nicht, muss ich vielleicht nachsehen. Kommt vielleicht in der nächsten Folge noch. So, auf jeden Fall hat Weapon jetzt einen Kopf weniger. Und wir, nachdem wir durch die Tür nicht raus können, werden wir natürlich das Loch benutzen, das uns Weapon hier freigeschossen hat. Wie gesagt, das ist immer noch der Teil von Union bzw. der Story, wo man wirklich keine Fehler machen kann. Man muss einfach nur dorthin gehen, wo man hingehen kann. Und dann ist man auch richtig. Ich frage mich gerade, wie sie hier runterklettert. Es sieht sehr glatt aus eigentlich. Hat sie Saugnäpfe in den Händen oder wie macht sie das? Also egal, auf jeden Fall mal weg hier. Oh oh. Tiefer ist runtergefallen. Okay. Eine Aikido-Rolle und alles ist wieder gut. So, und dann weiter hier. Es geht eigentlich nirgends anders hin, also. Ja, das ist die riesengroße Kanone, oder? Und der gerade vorgeschossen wurde. Müsste nicht eigentlich noch heiß sein? Oder irgendwie so? Mich wundert auch, dass sie hier auf Musik komplett verzichtet haben. Die Kanone heißt übrigens Sister Ray. Für die, die es interessiert. Dann geht's hier links runter. Auf der Kanone und die Kanone entlang. Ja, morgen gibt's wahrscheinlich kein Video. Das werden wir. Ich habe morgen nämlich. Jetzt WoW Raid, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, wir sehen uns erst wieder frühestens Freitag. Also ich habe genau genommen drehe ich ja die Folgen mindestens einen Tag vorher. Hier kann man, ich weiß nicht genau, ob es geht, keinen Schlag zu kassieren, aber einfach so schnell wie möglich auf Kreis drücken und irgendwann, man bekommt auf jeden Fall zwei Schläge, während sie immer nur einen bekommt. Ja, oder man kann auch drei Schläge anbringen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sie geht nach ein paar Schlägen ein und wir können das Weite suchen. Irgendwie sind die Schienen auch nicht so wirklich für Slapping trainiert. Weil Elena hat ja vor dem Snowboarden auch gegen uns verloren. Da sind wir allerdings noch ausgewichen. Oh! So sind die Typen also rausgekommen. Na, ob das was wird? Juhu! Oh crap. Ja, natürlich geht sich das alles aus. Und wir klettern rauf. Auf die Highwind. Das ist das Luftschiff von Final Fantasy 7. Und ich glaube das einzige Luftschiff, das im Spiel vorkommt. Das Fortbewegungsmittel, das wir am häufigsten benutzen werden ab jetzt. Also, übrigens ist auch, sobald man mit dem Snowboard gefahren ist, auf CD2 kann man nicht mehr zurück und Buggy und Bronco, Tiny Bronco benutzen, die sind dann einfach von der Karte verschwunden. Also man kann nach dem Snowboard sowieso nur bis hierher muss man gehen, also erst da kann man sich wieder aussuchen, wo man hin will. Und ab dem Zeitpunkt gibt es keinen Buggy und keine Tiny Bronco mehr. Man braucht sie ja auch nicht, man hatte die Heimwind jetzt. Die kann quasi überall landen. Zumindest auf jedem Kontinent, also. Natürlich freuen wir uns darüber. Aber was ist mit Yuffie hier?
Okay. Ah ja, ich habe vergessen, Yuffie ist ja seekrank. Also ist sie offenbar luftkrank auch noch. Das ist die Highwind und das ist das Hauptdeck hier. Hier geht's zum Operationsraum, also zum Missionsraum, sagen wir so. Operation hört sich irgendwie nach Krankenhaus an. Ja, wir müssen zuerst, bevor wir irgendwas machen können, erst mit dem Captain Sid reden. Kate Sid hatte natürlich die ganze Zeit schon die wahnwitzige Idee hier. Die wahnwitzige Idee, das Luftschiff zu kapern. Deswegen hat er mit Barrett natürlich auf den Flughafen gelost. Alle sind hier. Das heißt, Cloud ist auch hier. Oder wie jetzt? Bin schon gespannt, wo er war. Okay, sieht nicht so aus, als wäre Cloud hier. Auch die verwundert sich, glaube ich, jetzt gleich darüber, wo Cloud ist. Sid merkt das jetzt. Nicht genügend Besatzung. Sie meint natürlich damit, dass einer fehlt. Also wir können ab jetzt können wir hier, wenn wir den Steuermann ansprechen, können wir fliegen, aber zuerst müssen wir glaube ich in den Missionsraum gehen. Reden wir zuerst mit allen Typen mal hier. Okay. Okay, Sid gibt uns schönere Infos. Okay. Brauchen wir jetzt noch nicht. Dann haben wir hier noch Red. Ja, das glaube ich fast schon, ja. Cloud ist immerhin ein Sephiroth-Klon. Ich sage immer noch Sephiroth. Wurscht. Okay. Tifa ist etwas überfordert gerade. Ja. Barrett kommt wieder mit seiner Zugmetapher. Ich finde ja, dass sie die Zugmetapher hier eindeutig auf ein Boot umdichten hätten sollen in der deutschen Version, weil alle in einem Boot sitzen. Klingt irgendwie besser als Zug, aber macht ja nichts. Ja, okay. Dann reden wir noch mit Vincent. Okay, der sagt nichts wirklich Interessantes. Okay. Ich glaube, Sid versteht das nicht wirklich, was hier los ist. Ja, er wünscht es nur Kopf hoch. Ja, gute Frage. Wie finden wir jetzt Cloud eigentlich? Okay. Oh, also sollten wir vielleicht dorthin gehen? Ja, toll, Red 13. Du sagst, du hast gehört, dass es so einen Ort gibt, aber du sagst uns nicht, wo dieser Ort ungefähr sein soll. Was soll die Scheiße? Okay, wir müssen noch mit. Ja. Ja, also jetzt müssen wir in den Missionsraum. Dort können wir unser Spiel speichern, uns ausrasten, also HP und MP wiederherstellen und ich glaube Party wechseln. So, wir nehmen Yuffie mit und wir nehmen mit Barrett. Ja, nehmen wir Sid mit. Hat einen speziellen Grund, warum wir Sid mitnehmen, aber ist egal. So, ich stelle nur kurz meine Ausrüstung und alles um und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin fertig. Einiges habe ich umgestellt. Ah, ich habe noch vergessen, wir wollten ja sich in die hintere Reihe stellen. Wir haben jetzt überall Zauberarmbänder, Drachenarmbänder, relativ gute Waffen, also die wir gekauft haben oder gefunden haben, Schleifen, beziehungsweise für Sid die Hyperkrone, denn Sid hat, wir sehen es gleich, Sid hat auch noch zwei leider Slots, manipulieren nämlich. Kann es noch etwas geben, und zwar Blitz und MP Turbo ist egal.
Er hat sonst Fernwirkung, Schutz und Gegenangriff, weil er Limits lernen muss. Ja, Aufrufungszauber und sonst alles irgendwie verteilt, also halbwegs gleichmäßig verteilt. Wir gehen zurück auf die Brücke, schauen, was sich dort noch tut. Und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, werden wir noch mit Yuffie etwas anstellen und vielleicht ihren Vater besuchen. Ja, das werden wir wohl machen. Also, bis übermorgen, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.